Der Doppelfehler. Ein sehr häufiger Fehler beim Konsum bzw. beim Reduzieren von Psychopharmaka ist der Doppelfehler. Und zwar, man hat auf Null reduziert oder auf eine bestimmte Stufe und dann meldet sich wieder eine Krise. Man ist nicht bereit, wieder mit der Medikation hochzugehen. Das hat man schon erreicht, das will man nicht preisgeben, und während eben die Symptome der Krise immer schlimmer werden, bleibt man selber stur. Oft für dieses Verhalten dann in einen Psychiatrieaufenthalt. Nach dem Psychiatrieaufenthalt oder während des Psychiatrieaufenthalts macht man den zweiten Fehler. Jetzt will man ganz besonders viel Psychopharmaka nehmen und eben nur noch auf die Psychiater hören und eben gar nichts mehr riskieren. Dann Monate und Jahre lang viel zu hohe Dosen von Psychopharmaka. Das tut man so lange, bis eben die miserable Lebensqualität einen wieder zum anderen Teil des Doppelfehlers verleitet.